Der Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober ist laut Einigungsvertrag seit 1990 Deutschlands Nationalfeiertag. An diesem Datum trat das Wiedervereinigungsabkommen der beiden deutschen Länder in Kraft, das unter anderem die Auflösung der DDR und den Beitritt der ehemaligen kommunistischen Bundesländer an die Bundesrepublik Deutschland vorsah. Das Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar veranstaltete das alljährliche Galakonzert in der rumänischen Nationaloper anlässlich des Festtages. Geladen waren Vertreter der deutschen Minderheit und des öffentlichen Lebens aus den 6 Bezirkskreisen des Konsulats: Satmar, Bihor, Arad, Temes, Karaszeverin und Mehedinţ. Die 3 Hymnen Deutschlands, Rumäniens und der Europäischen Union spielte die Temeswarer Big Band unter Leitung von Franz Hofner. Nach einem Film zum Thema 20 Jahre deutsche Einheit begrüßte der deutsche Konsul im Temeswar Klaus Brennecke seine Gäste. Das Galakonzert des Temeswarer Opernensembles beinhaltete bekannte Stücke europäischer Komponisten. Natürlich der zentrale Tag, der Nationalfeiertag, das ist klar, 20 Jahre deutsche Einheit, wirklich ein Grund zur Freude, ein Traum, an den manche, als er wahr wurde, gar nicht mehr geglaubt hatten, ist in Erfüllung gegangen. Und das feiern die Deutschen natürlich jedes Jahr groß und in diesem Jahr sicherlich ganz besonders. Übermorgen in Bremen ist ja der zentrale Festakt. Mit Fest!